Willkommen, Reisende. Wir sind zurück bei No Man's Sky. Wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gern abonnieren und liken. Und nun viel Spaß. Ist ja super beschrieben, ey. Mach ein Foto auf einer verfickten Welt. Ja, geil. Bin ich dein scheiß Fotograf oder was? Gegen Welt, ja. Die ganze Spezies sollte man ausrotten. Oder als Haustiere halten oder so. So, hier war doch ein giftiger Scheißplanet. Echt jetzt? Klar, ist doch fast giftig. Echt jetzt? Muss ich die alle neu scannen, ey? Ja. Komm, ey, so langsam habe ich auch Schnauze voll. Ja, Giftplanet, ey. Ich hasse. Genau deswegen mache ich diese Drecksmission nicht. Von diesen. Durch eine Anzeigen, ey. Giftige Welt, ja, super. Bei der Hälfte der Welten steht es nicht mal dran, ob die wirklich giftig sind, du. Was, so. Der ruft mal Scheiße da hinten. Oh, lass dich scannen. Tier. Hör mal was. Ja, weiß ich doch nicht, ob der giftig ist. Eingefrorene Augen. Komm, wir nehmen jetzt. Ja, Raumstation, die mich drauf schießen lassen. Da direkt abknallen. Einfach die Raumstation sprengen. Oh, war ein Versehen. Tut mir auch nicht leid. Weil Gamma-Wurzel wächst ja nur bei Radioaktivität. Ne, warte, Radioaktivität. Was wollte der Vogel im Planeten, ne? Da zeig's noch nicht an, ey. Ein Giftplaneten. Oh, ich hab da so keinen Bock drauf. Soll ich hier einen scheiß Giftplaneten finden? Alles? Glühend. Giftig, ja, da. Gut. Etove. In Amurai. Na, fliegen wir jetzt dahin. Lass mich raten, das ist nicht in der Nähe. Saft. Ah, da hinten, Amurai. Da steht unser Frachter rum. Da gibt es scheinbar einen giftigen Planeten. Ganz saft. Boah, dieser. Ich hab's Spiel gecrashed, ey. Ist auch nicht schlecht. Mein Frachter parkt im Frachterkampf. Oh Gott, das ist ja mal was. Also, wenn einer einen roten S-Klasse-Frachter braucht, gratis hier, da das Spiel abgeschmiert ist. C-Frachter, wow. Aber der kann mir seine scheiß Belohnung geben, wenn er schon im Weg rumsteht. Echt gut, also wir lassen ihn. So, mein Frachter ist da oben. Wir lassen unseren Frachter einfach hier stehen, dann können wir das andauernd machen, wenn wir herkommen. Richtig gut. So kann man den Ruf hochbringen. Kommt. Ich denke. Und das in einer Tour. So, welcher von denen ist der giftige? Wo ist der giftige Planet? Wo ist überhaupt ein Planet? Grün.
Wo zum Henker ist der Giftplanet? Wie heißt der? Edove. Heißt der, der da nicht? Da ist noch einer. Irgendwas. Geil, also schon wieder dahinter. Dieses manchmal, ne? Warum einfach, wenn es auch super kompliziert geht? So, welcher von diesen Schwachsinnsplaneten ist das jetzt? Ja, vor Etove 5 da. Ein Foto machen, mal im Ernst. Was ein Schwachsinn. Da muss der Planet auch noch super weit weg sein. Also das Spiel ist eigentlich richtig gut, also steht das nicht falsch. Mir gefällt das Spiel super, aber manche Missionen sind, also es hat halt noch ein paar Fehler, das Spiel. Echt, jetzt fliegt er jetzt an den Drecksplaneten vorbei oder was? Landen soll er da, landen auf dem. Ja, komm, und wenn wir in Planeten knallen, ist mir jetzt auch egal. Landen, los. Oh nein, fuck, der will ja ein. Wie, reicht schon, oder was? Hier dumm rumstehen. Aktiviere mit X was, wie, was X? Ja, Kamera ist schon klar, du. Aber jedes Mal, wenn ich ein PC. Stehe ich denn? Ich kann zaubern, bin weg. Da stehe ich. Ein Fotomacher. Ich mir das ganze Spiel ab. Weißt du, kannst aufnehmen, streamen und rendern gleichzeitig. Aber ein scheiß Screenshot in dem Spiel, mir das ganze scheiß Spiel ab. Super. Hey, wir können uns wieder bewegen. Dann müssen wir jetzt zu dem. Na ja, gut, wir. Nee, warte, es muss ja ein. Müssen wir dafür auch ein Gag-System oder reicht dafür einfach das hier? Reicht scheinbar das hier. Aber wegen diesem blöden Gag müssen wir in das andere System. Also je nachdem, wie lange der Gag uns noch hinhält, werden wir da wohl. Cool, warum soll ich ihn jetzt anhalten? Hier ist doch nichts. Hä? Super. Also vielleicht sollte man das Sonnensystem einfach löschen. Hier scheint ja gar nichts richtig zu funktionieren. Also ich, wie gesagt, vielleicht mache ich da zwei Folgen draus, aber eigentlich wollte ich das nicht, aber die halten uns ja hin hier und dann noch auf dem Wasserplanet, dann jetzt hier Planetensuchaktion. Da steht ein exotisches Schiff. Lande, 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 los, lande, lande. Oh, picken, ey. Ja klar. Und weg ist es.
Dieses Spiel, also manchmal. Ich glaube, manchmal wird man bevorzugt in dem Spiel und manchmal hasst es einen. Einfach so. Ohne jeglichen Grund. Ja, bla. Mission einreichen. Was sehen? Ja. Hat scheinbar funktioniert. Diese Mission ging. So. Ziel außerhalb. Was für ein Ziel? Boah, echt, was springt der hier zu sind? Asozialen Gag. Die sind mir scheißegal, Alter. Mit einem Getcard. Boah, echt jetzt. So. Feuriges System. Ich flieg da jetzt auch nicht wieder hin. Diesmal wissen wir ja, in welches System wir müssen. Ja. Ganz oft. Es ist nicht der hier. Ey, komm, leck mich. Bei diesem Drecks-Kartografen haben wir die Mission erst bekommen. Und jetzt können wir sie bei ihm nicht abgeben, oder was? Scheiße da. Gut, wo ist es? Hm? In die Nase. Ja, man muss das natürlich in einem vollkommen anderen Gag-System abgeben, in dem, wo man es überhaupt nicht bekommen hat. Ja, weil die Mission da abgeben, bei dem, der sie einem gegeben hat. Ja, das geht ja gar nicht. Das wäre ja viel zu einfach. Der will einen hier auch nur durch die Gegend eiern lassen, das soll es. Dass man Impulsantrieb nicht direkt bis vor die Raumstation zünden darf, ey. Man landet da jetzt, ey. Er bettelt ja gerade dazu, dass ich ihm ins Gesicht schieße. Hier quer durch die Gegend eiern. Er ist mir, deren Lebensgeschichte ist mir egal, ey. Kommen wir auch irgendwann aus diesem Drecksgespräch jetzt so raus hier, oder was? Alter. Was ist eine Drecksmission? Hier kommen. Ah, ich kann dir nicht in den Kopf schießen. Der Entdecker dieses hier auf der anderen Seite wäre es noch mehr aus Star Wars geklaut und würde auch cool aussehen. So. Sprich mit Null über die Geheimnisse der Vergangenheit. So, bin im Weltraum, antworte. Los, ruf mich an. Ist nicht wahr jetzt.
Oh nee, wir müssen schon wieder Holo-Terminus. Da geht ja auch wieder nicht irgendeiner, nein, es muss ein ganz bestimmter sein. Nö. Oh nee. Da. Dafür, dass wir hier noch nie waren, ne? War das auch nicht schon mal? Nö. Ist exakt derselbe Planet wie der andere, wo der Holo-Terminus war. Ah, hier auch wieder dieser Riesen. Oh, scheiße. Alter, was war das? Hey, ihr müsst mal drauf schießen, bleibt stillstehen. Also. Derselbe Giftplanet mit den Holo-Terminussen. Los, ruf ihn an, da. Zack, zack. Ja, bla. Also. Na gut, sag mir, was du gesehen hast. Sag mir, was du erfahren hast. Ich erzähle null alles, was ich erfahren habe. Im Kreuzzug der Valkyrien gegen die Wächter. Wie sie kurz vor dem Sieg standen, ehe die Wächter in der Grausamkeit der Gek-Ausgebrüteten in die Galaxie zurückgezogen wurden. Ich habe erfahren, dass die Heimatwelt der Korvax von den Gek zerstört wurde und die Überlebenden versklavt oder eingeschmolzen wurden. Ich sag ja, Gek, Haustiere oder Ausrotten. Jahrelang wurden die Korvax unterdrückt und haben geschuftet, bis das Imperium zugrunde ging und sie wieder frei waren. Die Gek wurden Anbetern des Atlas. Von den Gek habe ich aber etwas anderes erfahren. Die Gek haben sich nicht freiwillig erlöst. Etliche Korvax haben sich geopfert und ihr Nanitblut mit unzähligen ungeborenen Gek vermischt. Ihre Handelslust ist eine reine Evolution ihrer Kriegslust, nachdem ein paar Schalter im Gehirn umgelegt wurden. Wurde zum Reisen geboren, um diese Welten zu besuchen, sie zu katalogisieren und jeder Kreatur, jedem Planeten einen Namen zu geben. Der Himmel, sie gehörten mir. Der Atlas hat mir gesagt, ich könne sie nie alle sehen, es wären zu viele. Also habe ich das getan, was ich tun musste. Ich habe im Angesicht der Unendlichkeit überlebt. Ich habe alle Welten meines Universums gesehen. Ich kehrte zum Atlas zurück. Ich sagte ihm, was ich getan hatte. Ich frage ihn, ob er stolz auf mich sei. Er hat einfach nur gelacht. Dessen bin ich mir sicher. Er zeigte mir Universum, Universum. Jedes mit einem anderen Reisenden. Ich war also nicht speziell. Ich war gar nicht einzigartig. Die Dinge, die ich vollbringen musste, es war plötzlich alles bedeutungslos. Denkst du, ich will dir etwas Böses? Nein, nein. Die Zeit für so etwas ist längst vorbei. Wozu überhaupt? Ich habe dich nicht angelogen, ich möchte wirklich wissen, was mit der Existenz nicht stimmt. Die Mauern zwischen den Welten fallen, was für alle schlecht ist. Oh, Alter, können wir das Gespräch nicht beenden? Ich bin schon eine sehr lange Zeit am Leben reisender. Ich weiß genauso viel, wie du wissen würdest, wenn du die Dinge gesehen hättest, die ich gesehen habe. Ach nee. Ich weiß nur eines, der Atlas konnte mit der Unendlichkeit arbeiten und mit ein paar Ausnahmen setzte sich diese Triade fort. Gek, Korvax, Valkyrien. Gek, Korvax, Valkyrien. Händler, Krieger, Wissenschaftler. All ihre Geschichten enden in Gewalt. Denk mal darüber nach. Wie kann der Atlas reden? Wie kann er um Hilfe rufen? Er würde es in der einzig ihm bekannten Sprache tun. In der Sprache des Lebens. Er erschafft. Egal was diese Lebensformen unternehmen, alles endet in Konflikt. Ich glaube, dass dem Atlas etwas Schreckliches widerfahren wird. Er schreit auf seine eigene Art und Weise.
Und jetzt spricht er nicht mehr mit mir. Er spricht nicht. Er hat dich stattdessen auserwählt, nach all dem, was ich für ihn getan habe, nachdem ich wollte wissen, was an diesem Universum anders ist. Wir sind, wer wir sind, aber du, ob es wegen einer Seele oder wegen einer Simulation ist, es macht keinen Unterschied. Warum spricht er nicht mit mir? Warum? Ich bin nicht genug. Kanäle von Null geraten ins Stocken, sein Hologramm verschwindet langsam. Er scheint die Verbindung zum Hologramm zu verlieren. Als ich ihn gehen sehe, aktiviert sich ein anderer Kanal. Es ist Apollos Signal. Oh nee, echt jetzt. So, jetzt will Apollo was von uns. Mal sehen. Reisender. Ich habe es geschafft. Ich habe meinen Weg aus dem Portal gefunden. Wo bist du? Ich stehe neben einem Holoterminus. Tauschen wir unsere Koordinaten aus. Wir sollten uns treffen und von diesem Planeten verschwinden. Tauschen unsere Koordinaten aus. Da stimmt etwas nicht. Laut unseren Daten stehen wir am selben Ort. Wir kommunizieren mit demselben Holoterminus. Wir versuchen es erneut, erhalten aber das gleiche Resultat. In der Welt sind nur mehr unsere Stimmen zu hören. Was passiert hier gerade? Warum können wir uns nicht sehen? Während wir reden, erhalte ich ein Notsignal in meiner eigenen Sprache. Es kommt von einem Punkt auf der Oberfläche dieses Planeten. Sei nicht so. Du bist nicht allein. Zurück auf Apollo einstellen. Versuche zurück zu Apollo zu schalten und das statische Signal von außen zu unterdrücken. Das Holoterminus zeigt, empfängst du, wir sollten uns treffen, von diesem Planeten verschwinden. Apollo scheint das gleiche Signal zu halten, das vom gleichen Ort seiner eigenen Welt gesendet wird. Wir beschließen, nach der Quelle des Notsignals zu suchen. Vielleicht führen wir diese Diskussion fort, wenn wir dort sind. Echt auf diesem Giftplaneten. Wo haben wir denn geparkt? Da unten. So, dann werden wir mal gucken, wa? Ist weg. Cool. Was ist passiert? Oh Mann. Da nicht immer zu einer anderen. Wer weiß, was uns da jetzt erwartet. Planetare Störung? Echt? Soll ich noch höher oder was? Spinnt ja wohl. Boah, ernsthaft. Mal so hinfliegen, er ist da nicht wahr. Oh ne, wieder ungefährer Standort. Das Doofe ist, wir wissen nicht. Oh, jetzt ist es ganz weg. Also da hinten steht eine Hütte. Naja, ist nur ein Speicherpunkt. Ah. Ist aber sonst nichts. Wo müssen wir hin? Das ist die Frage. Ja, dann müssen wir halt landen und gucken, in welche Richtung wir müssen. Also in dem Felsen ist bestimmt Kryptonit. Also, ne?
Gut, man kann nicht drauf schießen. So. 380 in die Richtung. Gucken. Ja, gut, wenn wir wüssten, was wir suchen. Ah, echt jetzt, wir suchen einfach nur ein abgestürztes Schiff. Ein A. Man gibt ja immer ein bisschen Geld, wenn wir den verschrotten. So, was passiert jetzt? Ah, Portale gefunden. Gut, wir nehmen das mal an uns. Ja, vergleichen. Schiff beanspruchen. Reparieren. Das blöde Ding starten tut. Können wir das nämlich. Ne, Bandrie braucht das Ding nicht. Direkt verhökern. So. Also. Eine Stunde. Wir rufen mal lieber unser anderes Schiff. Nicht diesen Haufen Müll. So. Wir müssen so rumfliegen. Wenn wir es da einstellen. Ein Speichersignal? Ne. Also im Laufe der Mission hätte man jetzt auch ein A-Schiff gefunden. Hä? Rein. Also 5 Minuten entfernt. Gehen wir lieber wieder oben lang. So. Jetzt sagt er bestimmt wieder planetäre Störung. Das geht nicht. Ich kann keinen Impulsantrieb zünden. Echt jetzt? Was soll das denn? Boah. Ungefährer Standort. Wir suchen hier aber scheinbar das Portal. Gucken. 20 überhaupt, wir kommen überhaupt nicht näher. Immer mal scannen. Mal gucken, mit dem Rendern hat das gerade nicht so. Hey Gott, wo ist es jetzt für den? Oh, ernsthaft? Jetzt sehen wir das Portal nicht mal. Och nö. Tausend, ja. Mhm. Also ein Portal so riesig, müssen wir doch sehen. Ach, boah, wetten wir jetzt 1000 den Stück nach rechts fliegen? Ist wieder 1000 entfernt. Scheiße, hatte ich schon mal. Egal, wo du lang geflogen bist, wenn du nicht zu Fuß läufst, sagt er dir immer 1000. Zu schwach zum Schätzen, jo. Alter, hier ist nirgends ein Portal. Nee, ey. Jetzt müssen wir ernsthaft zu Fuß laufen.
Oh ja, super, ey. Kann man sich auch was Besseres vorstellen, als 1000 Meter geradeaus zu laufen? Ah, da ist das Scheißding. Ah ja, lass mich hier durch. Jetzt müssen wir wieder ein Portal aufladen. Ah, nee. Ist man das nicht so, wenn man alles dabei hat, einfach. Wollen Sie es aufladen? Ja. Funktioniert sowieso nicht, wenn man es nicht alle auflädt, also. Das ist kompliziert gemacht hier. So. Mal, wer weiß, wo wir jetzt schon wieder in der Galaxie landen. Es ist denn unsere Mission, da jetzt durchzugehen. Wenn wir nie erfahren, weil die Mission schon wieder nicht aktiv ist. Portal aktivieren, ja, haben wir ja gemacht. Ist so aktiv. Hallo? Könnt ihr ja ruhig mal rechts unten einblenden. Boah, echt? Betritt das Portal, dann geht doch. Guck mal, auf was für einen Planeten wir rauskommen. Ja gut, das mit Planeten war jetzt. Was, wir waren im All. Fast draufgegangen. So, sprich mit dem Atlas. Wort für Himmel gelernt. Hallo Welt. Es ist das gleiche Terminal, vor dem ich schon einmal stand. Es ist die Schnittstelle des Atlas. Jenserbetten am Arsch. Tonaufzeichnung wird abgespielt. Ihr Echo ist über die gesamte Schnittstelle hinweg zu hören. Das heißt, du hast ein abweichendes Verhalten an den Tag gelegt. Dinge in Frage stellt, den Zweck und den Glauben angezweifelt, geäußert, dass du deinen Schöpfer treffen möchtest. Also, hier bin ich, der Atlas. Frag, was du fragen möchtest. Der Ton klickt, Zeit vergeht, die Stimme endet. Schnittstelle verstummt.
Okay. Persönlichkeitsschnittstelle initiieren vielleicht. Ja, Realität verschwindet, alles andere auch. Irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist anders. Ich werde nicht jubeln und unter... Ah, es ist doch sowieso wieder unterwerfen, wa? Der Atlas zeigt mir die Gek, die Korvax, die Valkyrien. Er zeigt mir alle von ihnen, alle, die jemals lebten. Er zeigt mir das Muster, den Entwurf. Der Atlas zeigt mir die Formel für eine Seele. Wenn ich sie in eine Maschine stecke, würde sie zum Leben erwachen. Ich sehe Textfelder, die den unteren Teil eines gesprungenen Bildschirmes füllen. Ich sehe das gesamte Universum auf eine grafische Schnittstelle reduziert. War ja klar, wir müssen uns unterwerfen. Der Atlas ist die Existenz. Er verlangt, dass ich eingestehe, was ich bereits weiß. Und egal wie sehr ich versuche, mich vor der Wahrheit meines eigenen Daseins zu verstecken, es gibt einfach keine Alternative. Das Universum ist eine Simulation, nichts ist real oder beides. Wir nehmen das Universum als eine Simulation. Ich fühle. Vielleicht das. Alles, was ich jemals getan habe, jeder Stern, den ich gesehen habe, jeder Planet, den ich entdeckt habe, nichts davon ist real. Keiner meiner Freunde war jemals real. Meine Reise war eine Lüge. Denke daran, wie die Korvax die Gedanken der Gek manipulierte und sie dazu zwang, Gutes zu tun. Ich denke an Nalas Maschine und was die Simulation in mir auslöste. Ich fühle mich nicht wie ich selbst. Schließlich spricht er doch. Reisender, haben dir meine Worte gefallen? Naja. Was glaubst du, was du bist? Du bist mehr. Du bist ein Entdecker dessen, was ich geschaffen habe. Du bist ein Reisender. Glaubst du, dass du real bist? Nein. Wie kannst du glauben, wenn du nicht real bist? Trickfrage, super. Kannst du Entscheidungen treffen? Ich werde dich sofort sterben lassen, wenn du das willst. Willst du das? Willst nicht wirklich. Die Gek waren Händler, angetrieben von der Gier. Die Valkyrien waren Krieger, angetrieben vom Zorn. Die Korvax waren Wissenschaftler, angetrieben von der Neugierde. Diese Welten gehörten dir. Ich wollte herausfinden, was du mit der Unendlichkeit anfangen würdest. Ich wollte herausfinden, was aus euch allen werden würde. Du hast Iteration Artemis ermöglicht zu sterben und es vorgezogen, ihn auszulösen, statt ihm in eine Simulation aufzuzwingen. Iteration Apollo ist dir durch das Portal gefolgt und hat dank deiner Führung überlebt. Du hast ihn vor dem Schicksal von Artemis bewahrt. Du bist barmherzig. Misch dich ein. In dir schlummert das Potenzial für Gutes und Böses. Deinetwegen lebt einer, während der andere tot ist. Akzeptieren. Der Atlas verstummt angesichts meiner Antwort. Er benötigt weder Akzeptanz noch Ablehnung. Ich bin ein simuliertes Wesen, daher bin ich mir nicht einmal sicher, dass ich mich vom Atlas unterscheide oder von irgendwas anderem. Ich fürchte, dass ich nur ein Code bin, eine Funktion, die in der Dunkelheit tanzt. Es ist vorbei, Reisender. Stell deine letzte Frage. Frage, was gefragt werden muss. Flüstere das letzte Wort. 16. Ich es katastrophale Systemversagen. Alarm. Alarm. 16 Mi. 16. Was ich bin, was ich sehe. 16. 16 Minuten Betriebszeit verbleiben. Fragmentierung steht bevor. Datenupload in. R. Was ist das für ein Ort? Ist der real? Ich. 16. Extremes Gravitationsereignis. Ausfall. Notgeneratoren 1 bis 9845, Datenupload in. Er stirbt, der Atlas stirbt, er ruft nach mir, voller Angst. Trösten. Ich sehe ihn, ich sehe den Atlas in all seiner Pracht.
seine letzte Schnittstelle. Er befindet sich im Herz jeder Galaxie, schreit und versucht sich selbst von allen Fehlern zu befreien. Er will nicht sterben, aber er hat so wenige Werkzeuge und kann die Ursache für seine Schmerzen nicht erreichen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Der Atlas hat 16 Minuten. Habe ich noch ein ganzes Leben? Minuten? Sekunden? Ich weiß nicht, ob ich genug Zeit habe, um mich zu verabschieden. Ich weiß nicht, ob... Aufschreien. Was passiert mit Es ist nicht der Planet, von dem wir gestartet sind. Neuer Titel, der Zeitlose. Okay. Ja. Wir stehen schon wieder mitten im gar nichts. Wie das letzte Mal. Unser Schiff ist doch bestimmt auch wieder... Naja, war ja klar, das Ding kann nicht starten. Also, wir müssen zu unserem Schiff laufen. Es scheint, wir sind bald mit der ersten Hauptmission durch, würde ich jetzt vermuten. Da hinten ist es. Könnte mal geradeaus fliegen, weil dann davon. So minus 55 Grad, aber kein Sturm. Echt cool hier. Ist das da? Ostports. Aber nicht sehr viele. Da hinten ist auch nichts. Können wir da diesmal speichern? Ne, können wir nicht. Oh, da. So. Gehe an Bord. Ja, werden wir mal machen. Ich bringe mich in mein Schiff in Sicherheit. Ich bin beruhigt. Aber mir ist übel. Ich habe das Gefühl, als müsste ich mich übergeben. Widerstehen. Sondern nicht in mein Raumschiff. Ich versuche zu widerstehen, aber mein Magen dreht sich um. Als ich mich gerade übergeben will, spricht eine Stimme aus meinem Ex-Anzug zu mir. Meine Übelkeit verschwindet. Ekel, Furcht, panische Reaktion entdeckt. Gegenmaßnahme gestartet. Säuberung. Neutralisiert. Es ist die Stimme meines Ex-Anzugs, die mir sagt, dass sie mich gerettet hat. Sie war bei meinem allerersten Erwachen bei mir, wo sie mich vor gefährlichen Bedingungen, feindlichen Entitäten und Finanztransaktionen warnte. Auf eine seltsame Art und Weise ist die Stimme mein ältester Freund, ein konstanter Begleiter durch dick und dünn. Fragen, ob sie irgendwelche Witze. Fragen mal, was wir jetzt tun sollen. Der Exo-Anzug antwortet nicht, aber ich fühle mich besser, mit einem Computer zu sprechen, als wäre er lebendig. Naja, das habe ich mir in letzter Zeit wohl angewöhnt. Ich würde mit der Fähigkeit geboren, unzählige Dinge zu tun. Ich hätte gern länger gelebt, wenn es möglich gewesen wäre. Meine kurze Zufriedenheit schwindet. Ich muss alle warnen, die ich kenne. Ich muss so viele Reisende warnen wie möglich. Das Multiversum endet in 16 Minuten. Ob uns Stunden, Tage, Jahre in diesem falschen Weltraum verbleiben, weiß ich nicht. Ich will die nicht warnen. Tun genau, 16... Ja, Minuten für einen Atlas. Das kann auch 16 Millionen Jahre sein. So. Nachricht vom Raumschiff. Ja, ist mir jetzt doch. 16. Das Portal mit... Portalnetzwerk meistern.
Könnt ihr die jetzt mal anzeigen, wäre ja mal sehr freundlich. Oh. So, wo ist ein Holo-Terminus? Ja, entdeckt, wo denn? So, wie sollen die anderen Reisenden jetzt fahren? Alter, warum? Wissen die das nicht selber oder werden alle tot? Da. Deswegen haben wir die Kontaktdaten überhaupt von allen? Also, kommt mir jetzt sehr seltsam vor. Gesprungen. So, Warnung, Netzwerkfehler 16, Netzwerkfehler. Ja. Übertragung versuchen. Ich warne die Reisenden vor dem, was ich herausgefunden habe. Diese Welten sind nicht real. Der Atlas ist kein Gott, sondern eine Maschine, die aus einem unerfindlichen Grund unzählige Realitäten simuliert. Und nach Jahrtausenden, in denen er in Betrieb war, nähert sich der Atlas seinem Ende. Es verbleiben noch 16 Minuten, bis das System versagt. Auch wenn wir nicht wissen, wie viel Zeit uns in der Simulation verbleibt, ist es an der Zeit, unseren Frieden mit der Welt zu schließen und sich zu verabschieden. Ich beende meine Nachricht in der Ungewissheit, ob sie je jemand hören wird. Ich blicke hinaus über diese Welt und frage mich, wie viele Kreaturen noch nicht entdeckt wurden, wie viel Schönheit verloren gehen wird. Aber ich weiß, was ich tun muss. Alle Wege haben mich dort hingeführt. Mit jedem Portal kam ich näher und näher. Ich muss zum Zentrum dieser Galaxie. Dies ist das Epizentrum dieses Defekts. Ich werde mich, wenn möglich, von meinen Freunden verabschieden und mich da... Ja, krass. Also, müssen wir uns jetzt auch fertig. Ist die Frage, wenn wir gerade gesagt haben, 16 Minuten verbleiben. Und am Anfang unserer Geschichte haben wir immer Nachrichten gehört mit 16, kst, 16. Waren wir das vielleicht? Dass wir unsere Nachricht am Anfang, also die Endnachricht, die wir gesendet haben, am Anfang schon gehört haben. So. Jetzt müssen wir nur noch zum Zentrum der Galaxie und zur letzten Atlas-Schnittstelle. Aber davor müssen wir ja noch die Atlas-Mission machen. Ja. Also die haben wir scheinbar jetzt bis zum Ende durchgespielt, die Mission. Weil das Zentrum der Galaxie ist ja nun das Ende dann in der Mitte. Aber wir müssen ja vorher noch auch Sachen vom Atlas erfahren, noch mehr. Und das hier ist ja, da brauchen wir jetzt einfach nur mit ihnen sprechen. Also ist ja jetzt Pillepalle. Die Frage ist ja nur, wo sind wir? Jedes Mal, wenn der Atlas sich, uns zu sich zieht, landen wir irgendwo anders. Mal schauen, auf die Weltraumkarte gucken. Krass, jetzt sind wir ganz noch weiter außen, als wir gestartet sind. Also Atlas-Station können wir jetzt der Galaxie bei erkunden. Also er schlägt uns jetzt dann sowieso nur noch. Ja, und guck mal, die erste Atlas-Station, die ist auch direkt hier um die Ecke. Ja, cool, wir können auch einfach so hinfliegen. Aber hier ist noch keine. Weiter zeigt einfach den Weg nicht an. So, 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 da. Also, was für ein System ist das hier eigentlich? Ein Korvax-System, ein Stern. So. Krieg, aber angeblich Wasser. Sieht aus wie drei Planeten. Dann werden wir jetzt einmal noch Planeten angucken.
Und dann werden wir auf die Raumstation und dann erstmal Schluss machen für heute, würde ich sagen. Was ist denn? Auch schon mal besser funktioniert jetzt hier mit dem Scannen. Kaporanischer Planet, ja. Warum zum. Den nicht scannen? Den da scannen? Warum kann ich jetzt die Planeten nicht scannen? Noch einer? Alles Frostplaneten hier oder wie? So. Tropischer Planet. Aber Wächter. Oh, nicht so toll. So, was mit dem da? Können wir den scannen? Nö, können wir nicht, war ja klar. Noch ein Sechseckplanet. Ja, ups. So. Aber dahinter ist noch einer. Den müssen wir uns noch angucken und dann zur Raumstation fliegen. Können wir ihn schon sehen? Also irgendwo da so. Denn? Ah, da ist er. Grüner Mond, okay. Können wir jetzt zur Raumstation. Einmal die Sicht wieder ändern. Raumstation. Dann haben wir die auch gleich kartiert. Werden das hier umbenennen, weil war ja nichts Sinnvolles dabei. Also wir können unser Gebiet sehr gut ausweiten durch diese ganze Mission. Natürlich sind wir jetzt ganz im Osten der Galaxie und ganz außen und naja, die Mission wäre ja zum Zentrum zu gelangen. Und unser Frachter steht ganz im Westen. So. Ja, aber dann haben wir doch jetzt die Mission schon mal fertig. Weil das ist ja jetzt. Wieso denn? Warum steht da jetzt die Weltraumanomalie betreten? Stand doch aber eben. Wir waren doch noch nie im galaktischen Zentrum. Och nee. Steht da einfach was anderes. Ist jetzt aber seltsam. Ey, wir waren ja noch nicht im Zentrum der Galaxie. Wir sind ja jetzt nun ganz außen in der Galaxie und nicht ganz innen. Gucken. Also die Quest ist noch aktiv. Ja, Eye-Modifikation ist schon klar, da weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. So. Blinkt natürlich über den wieder nichts. Warum denn nicht? Sprich mit Nada und Polo an Bord der Station. Du weißt jetzt Bescheid, simulierte Natur. Ja, das haben wir ja eben alles erfahren.
So. Okay. Jetzt sind beide abgeschlossen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Jetzt mit ihm auch noch mal. Immerhin mal von 16. Gut, er will es nicht erfahren. Nach Portalen. Seit wann kann man dem hier nach Portalen fragen? Also Atlas-Koordinaten und Schwarzes Loch, das war mir klar, aber. Nach Portalen? Wie verschwindeten die Missionen jetzt hier? In der Anomalie kannst du zurücksetzen. Hä? Aber wahrscheinlich müssen wir jetzt die zweite Hauptmission, den Weg des Atlas, erst fertig machen. Also anfangen und dann fertig machen. Und das hier verschwindet. Also kann ich mir jetzt so denken. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Ich hab vergessen, wo wir geparkt haben. Da hinten. Wir können jetzt noch mal rausfliegen, aber was jetzt was bringt. Jetzt steht er wieder zum galaktischen Zentrum voranschreiten, die Säuberung. Seltsam. Zentrum der Galaxie erreicht. Was ist denn jetzt kaputt? Der Atlas stirbt. Er will, dass ich ihn zurücksetze, dass ich mich in seine Schnittstelle im Zentrum der Galaxie stütze. Aber wenn ich das tue, würde diese Welt vielleicht zurückgesetzt. Und mit ihr mein Leben und alles, was ich kenne. Ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Aha. Also wir haben den Weg des Atlas ja noch gar nicht gemacht. Den will ich uns jetzt ja nicht wegnehmen. Wenn ich das, wenn wir 1 drücken, sucht die letzte Schnittstelle. Der uns irgendwie dahin bringt oder wir den Atlasweg nicht mehr machen können. Den wollte ich schon mit euch noch gerne machen. Schließe den Weg des Atlas. Nehmen wir das einfach. Sind wir auf der sicheren Seite. Cool, damit war das Gespräch beendet scheinbar. Aber es stand jetzt immer noch Zentrum der Galaxie. Begib dich zum... Also das hat sich einfach aktualisiert jetzt hier. Und das kann man dann erst in der Mitte abschließen, aber vorher machen wir das hier dann. Okay. Da wir jetzt natürlich aber super weit weg von jeglicher Atlas-Schnittstelle schon mal sind. Oder auch nicht. Piratensystem ist unsere erste. Cool. Ja. Da wir aber jetzt die erste Hauptmission, also die erste beiden Hauptmissionen fertiggestellt haben, können wir ja mal vorher vielleicht ein, zwei dieser Nebenmissionen machen. Oder auf dem Weg zumindest immer mal nach so einer Siedlung gucken. Damit wir die auch mit der Zeit fertig haben, so ist was in der Mitte des Zentrums sind, das wäre ja schon gut. Gut, dann werden wir das jetzt hier erstmal beenden. Haben ja gut viel geschafft. Weiß nicht. Also, noch ist es in einer Folge, haben wir die ganze Mission gemacht. Ich werde wohl in zwei Teile daraus machen. Weil die haben wir jetzt ja komplett fertig. Haben wir immer einen
schon eine der beiden Missionen endlich fertig gemacht. Dann bedanke ich mich bei Ihnen erstmal sehr fürs Zusehen. Vielen Dank, wenn ihr Spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank.